Ja, wo kann das denn liegen? Das ganz, ganz leicht sich hoch und runter bewegen lässt. Nein, immer noch nicht von der Höhe. Weil ich euch Oscar momentan einfach nicht zeigen kann. Hallihallo Freunde, heute befassen wir uns wieder mit dem gelben Bus hier. Das ist ja nicht meiner, sondern der gehört Pascal. Da haben wir auch schon den Zuheizer umgebaut. Und heute kümmern wir uns mal um die Zentralverriegelung, weil die macht ein paar kleine Probleme und wir begeben uns mal auf Fehlersuche. Also viel Spaß. So, ich versuche mal als allererstes die Probleme zu schildern. Hier auf der Fahrerseite passiert quasi gar nichts, wenn man den Schlüssel rumdreht oder nicht dreht. Wie auch immer, die Zentralverriegelung funktioniert da anscheinend gar nicht. Und auf der Beifahrerseite haben wir dementsprechend das Problem, dass der Türpin immer runterfällt und dann die Zentralverriegelung halt verriegelt. Obwohl das eben nicht passieren sollte. Also wir haben jetzt den Stellmotor mal auseinandergenommen und wie gesehen sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir uns mal die Durchführung zur Tür hin angeschaut und das könnt ihr euch ja selber jetzt mal angucken. Wie ihr seht, hat da wohl schon mal jemand dran rumgefuscht und ja, wir versuchen das jetzt erstmal provisorisch zu reparieren, so dass es funktioniert und dann muss es vernünftig mit dem Reparaturset nochmal heile gemacht werden. So, jetzt haben wir die ganzen defekten Kabel provisorisch repariert und das Ganze scheint jetzt auch gut zu funktionieren. So, die Fahrerseite ist erledigt. Jetzt gehen wir mal zur Beifahrerseite, weil ich vermute da auch schon was und mal schauen, ob das dann auch das Richtige ist. Den Plastikschutz haben wir jetzt erstmal entfernt und jetzt sieht man auch schon, dass das ganz, ganz leicht sich hoch und runter bewegen lässt. Das ist natürlich vollkommen verkehrt. Also hier ist der Türpin drauf, nur dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Und hier haben wir eine kleine Feder, die ist entweder gebrochen oder defekt. Und die Feder könnt ihr dann dementsprechend nachbauen. Das machen wir jetzt auch und zeigen das auch. Und müsst die einfädeln da und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Schauen wir mal, ob das auch so sein wird. So, ein ganz interessanter Tipp von T4 Wiki natürlich wieder. Hier aus diesen Ordnergeschichten, da sind zwei Drähte drin und daraus werden wir die neue Feder jetzt biegen. Die genauen Maße von der Feder findet ihr auch bei T4 Wiki. Ich werde das mal unten verlinken, weil das jetzt noch groß hier zu zeigen, das wird umständlicher, als wenn ihr da einfach mal einmal reinschaut. Alter, als wäre das, oder nicht? Als wenn das von VW bestellt ist. So gut wie das Original, du, das gibt ja gar nicht. Don't try this at home, sage ich immer, ne? Nee. Was gab's denn zu Weihnachten von meiner Perle? Den Akkuschrauber. Den Akkuschrauber. Den Bosch-Akkuschrauber. Hab ich nicht gesehen. Kannst du das hier abkneifen? Ist das möglich? Da. Bitte. Oh. Mach nicht zu viel. Ja, dreh den doch mal nicht so. Und da? Vom Platz her komme ich gar nicht, also es hapert nicht an dem Platz von oben und nach unten, sondern es hapert an dem Platz von dem einen Loch zum anderen Loch sozusagen. Ach so. Ah ja. Ich habe so das Gefühl, die hat noch das falsche Maß. Ey. Inwiefern? Von der Höhe? Nein, immer noch nicht von der Höhe. Was denn? Von den Abständen oder was? So, wir haben das Ganze da jetzt reingedrückt und eine neue Feder gebaut und jetzt funktioniert das auch schon wesentlich besser. Also wir haben auch einen vernünftigen Widerstand und es labbert alles nicht so. Jetzt noch eingebaut und mal schauen, ob es dann funktioniert. Uppala, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe leider den Test nicht mehr gefilmt. Jetzt bin ich allerdings dieses Wochenende unterwegs, filme das jetzt auch noch unterwegs hier. Das heißt, das schneide ich gleich noch hinten ans Video dran. Das Ganze mit der Zentralverriegelung hat wunderbar funktioniert. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich arbeite jetzt 40 Stunden die Woche. Also ich habe mein Studium ja jetzt beendet und deshalb kommen auch nur noch für alle 14 Tage ein Video. Und jetzt hatte ich gerade ein riesen Projekt am Start. Ich würde euch so gerne mehr davon erzählen. Und bei Instagram bin ich deswegen auch sehr inaktiv, weil ich euch Oscar momentan einfach nicht zeigen kann. Ihr könnt in den Kommentaren ja mal ein bisschen rätseln, was es vielleicht sein könnte.
Schreibt es gerne rein. Ich werde wenig Feedback dazu geben, was es sein könnte oder was es ist. Ich sitze ja jetzt gerade im Bus, ihr könnt es sehen. Und ich hoffe, ihr seid schon wirklich gespannt und bleibt dran, weil das wird echt ein großes Ding. Es dauert noch ein bisschen, weil da muss noch ein bisschen was abgesprochen werden, abgemacht werden. Aber ich kann euch versprechen, oder ich möchte euch jetzt mal sagen, dass es echt geil wird. Und ansonsten hoffe ich, euch hat dieses Video hier gefallen. Gebt gerne dafür einen Daumen nach oben, wenn ich euch helfen konnte. Ein kleiner Videotipp noch, beim Bully Surfer findet ihr auch ein Video zu der Zentralverriegelung bzw. zu den Motoren. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein und seid gespannt. Scheiße, womit habe ich eben den Satz aufgehört? Damit wollte ich weitermachen. Und drüben auf der Beifahrerseite, genau.